Hallo zusammen, wir sind heute hier bei Schwalbe in Reishof in der Werkstatt. Ich bin Robert Menn, Produktmanager für MTB-Reifen und wir wollen euch heute mal zeigen, was es für Tipps gibt bei der Demontage als auch bei der Montage. Und um euch das mal nahe zu bringen, habe ich mir Verstärkung geholt, den Holger. Holger, stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin der Holger aus dem Außendienst. Seit 26 Jahren betreue ich den Fahrradfachhandel, den Fahrradgroßhandel und die Fahrradhersteller im Südwesten Deutschlands und werde immer wieder auch mit Fragen konfrontiert, dass es Probleme beim Montieren, Demontieren von Reifen, von störrischen Felgen oder störrische Reifen mit versteckten Karkassen gibt. Und da wollen wir euch heute Lösungen zeigen dazu. So, nachdem wir euch gerade die Montage auf einer Felge, die tendenziell ein bisschen größeren Außendurchmesser hat, oder in dem Fall war es ja auch ein relativ schmales Tiefbett, wollen wir euch jetzt zeigen, wie es bei einer Felge ist, die tendenziell ein bisschen schmaler ist und wo ich wahrscheinlich eher Probleme habe, dass der Reifen im Tubeless-Setup zum Sitzen kommt. Von daher haben wir hier mal was vorbereitet. Hier nehmen wir auch mal einen Cross-Country-Reifen. Man sieht ja direkt... Das ist ja eher was für dich, die schmale Fraktion. Ich bin ja eher mit breiten Felgen und breiten Reifen unterwegs. Genau. Und hier sieht man ja auch direkt, wir haben eine ganz andere Seitenwand. Ne? Also der Reifen ist wesentlich mehr auf niedriges Gewicht getrimmt und muss nicht so viel Pannenschutz oder Seitenstabilität übertragen können. Von daher eine ganz andere Konstruktion. Auch hier machen wir wieder natürlich das Schwalbe-Logo zum Ventilkern. Probieren es einzusetzen. So. Man sieht schon, du kriegst den Reifenwulst sogar drüber, obwohl du am Ventil begonnen hast mit der Montage. Genau. Das zeigt ja schon, dass der Reifen relativ leicht auf die Felge geht. Genau. Bei den letzten Montagen wäre es völlig unmöglich gewesen, am Ventil zu beginnen oder irgendwo mittendrin am Ventil zu sein. Man sieht schon, der Reifen geht recht leicht drauf. Ja. Ich brauche keinen Reifenheber. Deswegen habe ich mir auch das Video ausgesucht, ne, das ich hier zeige. Ja, genau. Das sind die Cross-Country-Leute. Ja, genau. Kannst du mal kurz halten? Ja, ganz kurz. Also ich hoffe, das geht nicht kaputt, das Teil. Gell? Wir sind schon so weit, wir haben den Reifen jetzt montiert. Den Ventileinsatz, den hatte ich vorher schon, oder das Ventil hatte ich vorher schon montiert. Das heißt, wir können direkt... Wollen wir das Ventil auch rausnehmen? Oder möchtest du... Wir können es direkt rausnehmen, weil wir wissen ja schon, dass es problematisch sein wird, da überhaupt jetzt die Initialzündung zu bekommen, dass der Reifen sich halt an die Felgenflanken setzt und somit die Luft hält. Eine Hilfe bei der Montage, das was wir vorhin auch gar nicht bei den breiten, schweren Reifen gemacht haben, einmal nochmal mit diesem Easy Fit, da kann man auch die Montage oder dieses Reingleiten des Reifenwulstes in Felgenhorn nochmal erleichtern. Wollen wir das mal probieren, dass wir das gleich ranmachen? Können wir machen, aber ich glaube, bei dem Reifen wird es wahrscheinlich eher so sein. Dass es auch das nicht funktioniert. Aber dann sieht man natürlich schön, wie es überall rauskommt. Vielleicht machen wir es doch mal an der Stelle. Genau. Weil dann sieht man schön die Luftblasen, wie es rundherum eigentlich überall der Reifen Luft verliert. Ups. Ich werde immer oft gefragt, was ist denn der Unterschied von unserem Easy Fit, also von unserem Gleitmittel, zu Seifenlauge, zu Seifenwasser. Und was würdest du dazu sagen? Was ist der große Unterschied? Definitiv ist hier natürlich das alles optimiert auf den Reifen. Das heißt, schon allein durch den Behälter und den Schwamm vorne bin ich sicher, dass ich die richtige Menge eigentlich an Fluid da drauf bekomme. Ich sage dann immer, bei Felgenbremsen zum Beispiel und mit Schlauch, kann der Reifen bei einer Seifenlauge, da bleiben ja Reste zurück, die verschwindet ja beim Austrocknen nicht ganz und wenn die feucht werden, kann der Reifen zum Wandern neigen und dann kann das Ventil abreißen. Und da ist natürlich das Easy Fit deutlich besser, weil es sich ja wirklich verflüchtigt und keine Rückstände da bleiben. Ja. Also man sieht schon, du versuchst zu pumpen. Genau, was ich gerade gemacht habe, beide Wülste waren halt neben dem Ventil, da kann halt erstmal gar keine Luft reinkommen, das heißt, ne, der eine Ventil natürlich nach links, der andere nach rechts, sodass die Luft auch wirklich in den Reifen geht und nicht vorbeischießt. Aber man sieht schon, der Reifen nimmt keine Luft an. Keine Chance, weil einfach der Reifenwulst wirklich nicht auf der Felgeninnenseite aufliegt. Und jetzt kann die Luft halt überall irgendwo entweichen. Wir haben jetzt gerade gesehen, mit der Standpumpe kriegen wir den Reifen nicht zum Sitzen. Man könnte jetzt natürlich probieren mit dem Kompressor. Oder wir haben ja auch bei uns im Sortiment den Tire Booster, der dafür sorgt, dass ich einmal initial ganz viel Luft auf einmal in den Reifen bekomme.
Damit wird es in dem Fall funktionieren. Das Problem ist natürlich nur, das habe ich in der Werkstatt, ich habe es nicht bei der Tour dabei. Heißt, ich habe bei der Tour defekt, will meinen Reifen wieder vielleicht tubeless montieren und habe da das Problem, dass ich mit meiner kleinen Pumpe den Reifen nicht zum Sitzen bekomme. Von daher empfehlen wir immer von Anfang an, bei solchen Felgen, wo wir schon wissen, dass die vom Innendurchmesser eher ein bisschen schmaler sind, eher am unteren Limit oder vielleicht auch gar nicht ETRTO-konform, dass wir da hingehen und füttern die Felge auf. Das empfehle ich auch immer dem Händler. Händler konvertieren ja oftmals Laufräder oder Reifen dann auf tubeless und die haben ja natürlich immer einen Kompressor in der Werkstatt und die haben dann teilweise auch Probleme, Luft drauf zu bekommen, aber irgendwie schaffen sie es dann mit dem Kompressor. Und bei meinen Schulungen beim Handel sage ich dann oft, das ist nicht optimal für den Kunden, weil auch wenn er es in der Werkstatt hinkriegt, die Luft drauf zu kriegen, hat der Kunde wahrscheinlich später, der keinen Kompressor hat, wirklich Schwierigkeiten und dann kommt das Tubeless-System immer wieder in Verruf, ja, das funktioniert nicht, nimm keine Luft an. Und da gibt es dann einfach diesen Tipp, diese Felgen aufzufüttern. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Genau, was meinen wir mit auffüttern? Dafür demontieren wir den Reifen erst nochmal. Und jetzt versuchen wir im Gegensatz zu unserem vorhergehenden Schulungsfilm, wo wir praktisch den Durchmesser verringert haben durch die Tubeless-Bänder gegenüber dem normalen HP-Band, versuchen wir jetzt genau das Gegenteil. Wir versuchen, den Durchmesser zu erhöhen. Genau. So, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kann ein Tubeless-Band nehmen, natürlich. Wenn ich Tubeless fahren möchte, ist es sinnvoll. Wobei die Felge ja durch das Original-Tubeless-Band schon abgedichtet ist. Zum Auffüttern empfehle ich oftmals jemand, der etwas preis-leistungsbewusster ist, kann ich auch ein normales Textilband nehmen. Das ist natürlich nicht luftdicht, aber die Felge ist ja schon abgedichtet durch das Felgenband. Es geht ja wirklich nur darum, um den Durchmesser zu erhöhen. Nehmen wir noch das, oder? Genau. Das ist ein 19er Band, das wird auf jeden Fall passen. Natürlich, wenn ich nachher irgendwie da 10-mal umwickeln muss, dann weiß ich, da stimmt auch irgendwas nicht. Mhm. Dann habe ich wahrscheinlich eine 650B-Felge und einen 29-Zoll-Reifen. Könnte gut sein. Ach, das ist alles schon passiert. Alles schon passiert. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ist mir auch schon öfter passiert, dass ich den Reifen wieder... Jetzt würdest du vorm Ventilloch abschneiden? Ja. Ich gehe mal davon aus, eine Lage... Halt, nee, nicht vorm Ventilloch, genau. Wo sind wir denn hier? Hier, das Ventilloch. Ja, ziemlich nah, genau. Wahrscheinlich ist es so, dieses Felgenband ist ja relativ dünn, dass eine Lage nicht reicht zusätzlich. Ich würde gleich eine zweite Lage nochmal drumherum legen. Gleich nochmal eine zweite. Also wir haben hier, nochmal zur Ansicht, rechts und links vom Ventilloch aufgehört. Das ist vor allem wichtig, wenn ich tubeless fahren möchte. Bei Schlauch kann ich es überlappen, das ist kein Thema. Gut, wenn man es jetzt mal hochrechnet, wir haben jetzt nochmal etwa 0,1 mm dickes Band, mal 2 ist 0,2, mal 2, dann Durchmesser sind wir bei 0,4, mal Pi sind wir auch wieder bei gut 2,5 bis 3 mm, wo ich den Umfang einfach erhöhe. Nochmal abschneiden. Ja, ne, hab's angelegt. Und das kann in dem Fall Wunder bewirken. So. So, Ventil rein. Wollen wir nochmal unser Clueless Patch reinmachen? In dem Fall hat es ja vorher schon funktioniert. Mhm. Okay. Habe ich nicht nötig. So. Den Reifen haben wir hier. Hier haben wir nochmal das Glück. Ich wollte eben erzählen, wie oft ist es mir schon passiert, dass ich einen Reifen, der laufrichtungsgebunden habe, nicht richtig rummontiert habe. Und dann denkst du dir natürlich, super, darfst du die Arbeit noch mal machen. Ne? Aber ja, so ist das. Wenn man nicht aufpasst. So, jetzt dann nochmal als Tipp. Einfach den Reifen wirklich schön unten wieder ins Felgenbett reindrücken und man sieht, es geht immer noch super per Hand.
So, dann probieren wir nochmal unser Glück, ob wir jetzt... Sollen wir nochmal Easy Fit drauf machen oder meinst du, es reicht noch die Reste? Wir probieren es mal mit den Resten. Okay, gut. Einmal. So. Der passt, ja. Er kommt. Ja. Man hört auch, wie er sich setzt. Genau, hier sitzt er schon. Und am Feldenring. Kommt immer besser. Der ist jetzt raus, ja. Genau, oder? Sitzt. Da haben wir auch überall. Ja, komplett. Gucken wir noch Reifen mal. Sitzt. Sieht super aus. Perfekt. Also das Auffüttern mit zwei Extralagen hat in dem Fall den gewünschten Erfolg gebracht. Und wie gesagt, man kriegt es halt auch mit dem Kompressor hin, aber wenn man unterwegs eine Panne hat, hat man so definitiv, ich glaube, die bessere Lösung. Ja, genau. Gut, gehen wir essen? Ja, gehen wir essen. Pause.